Sie ist da. Willst du nicht kommen? Willkommen zu Hause. Es ist noch alles genauso, wie es war. Ruhe dich erstmal ein bisschen aus. Du bist so merkwürdig still. Komm jetzt, lass sie doch erst mal essen. Es ist einfach ein bisschen ungewohnt für mich. Kannst du uns mal kurz alleine lassen?
weiß, wie du dich fühlst. Es ist für uns alle schwierig. Ich meine, wir möchten, dass du dich wohlfühlst. Sogar drauf. Ja, und wenn die bezahlen. Ich muss Schluss machen mit meinen Eltern. Erzähl mal, was hast du erlebt? Ja, also wir wollten zum Strand gehen und sind dann irgendwie bei einer Bar gelandet, weil wir hatten noch Hunger und Durst. Und auf einmal haben wir irgendwie Schreie gehört. Also viele Menschen, die irgendwie geschrien haben. Und dann sind wir rausgegangen und haben geguckt. Und irgendwie hat man von Weitem gesehen, dass ganz viele Palmen irgendwie nacheinander umgepfercht wurden. Und auf einmal war da ein riesen Wasserschwall, der über uns schwappte und auf einmal war alles schwarz und ruhig und ich war bewusstlos. Und irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen und wusste überhaupt nicht, was geschehen war und habe um mich herum geguckt und irgendwie war die ganze Umgebung wie eine Mondlandschaft. Und eine Mondlandschaft? Ja, da waren überall Reste von Hotels oder von Palmen, umgeknickte Palmen und überall Löcher. Und da waren blutüberströmte Kinder, die irgendwie nach ihren Eltern geschrien haben und apathisch herumgerannt sind. Und ich wollte aufstehen, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich nicht aufstehen konnte. Und ich habe bei mir heruntergesehen und habe gesehen, dass ich irgendwie zwischen einer riesen Palme und einer Wand eingeklemmt war. Und dann habe ich nochmal Menschen schreien gehört und die haben alle geschrien, da kommt eine zweite Welle, rettet euch. Oh, ich mach die Wäsche. Kommen. War ein Fehlalarm. Die Maschine braucht noch 10 Minuten.